Liebe Freunde des Alpha-Trio, es brodelt in Deutschland. Das sehen wir hier auch im Saal an der Resonanz auf unsere Veranstaltungen. Da ging auch diese Woche mächtig was ab auf Deutschlands Straßen. Wir versuchen, das heute mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Ja, ich als Moderator habe es heute relativ einfach, denn unseren Gast heute, den muss ich gar nicht vorstellen, denn der Name ist Programm. Tichys Einblick. Herzlich willkommen, Roland Tichy. Ja, und auf unserer Außenflanke der Mann mit dem ewigen Lächeln im Gesicht, der momentan noch mehr lächelt als sonst, weil vor zwei Tagen sind die Bitcoin-ETFs online legalisiert worden und da hast du, glaube ich, eine Menge Spaß aktuell. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Jetzt habt ihr mich verdammt. Ja, ja, und neben mir der Mann, der gerade mit seinem Gold Revolution Projekt durchstartet, unser Kapitalmarktstratege und Bankenanalyst. Herzlich willkommen, Markus Krall. Dankeschön. Ja, Herr Tichy, ich habe es gerade gesagt, was für eine Woche. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass diese Bauerndemonstrationen so eine unglaubliche Dynamik annehmen, wenn man die Bilder gesehen hat vor dem Brandenburger Tor oder auch hier in Frankfurt, wo ja 2000 Traktoren die halbe Stadt lahmgelegt haben? Das halte ich schon für erstaunlich. Das fühlt sich anders an als noch vor ein, zwei Jahren. Ja, das ist wirklich erstaunlich und ich finde das auch richtig, wobei es ja jetzt darauf ankommt, ob aus den Bauernprotesten auch etwas folgt. Also ich wünsche den Bauern da viel Erfolg und man sieht ja, dass da mehrere Entwicklungsstränge gibt. Ja. Ich sag's mal, der Bauernverband, der will ja die Debatte einschränken auf Dieselpreise und Kfz-Steuer für Landmaschinenfahrzeuge. Da kann man nur sagen, ja, das wünsche ich den Bauern, ja, aber da geht es um eine Summe, 700 bis 800 Millionen. Das ist ungefähr die Kosten für den Anbau, nicht von Getreide, sondern des Bundeskanzleramts. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, über welche Dimensionen wir reden. Ja. Wir reden über einen Neubau des Kanzleramts und das betrifft also das, was sie bei den Bauern reinholen wollen. Ja? Und wenn es die Bauern nicht, sondern machen sie es bei den Fischern. Also man hat ja das Gefühl, das ist ein bisschen wie in Frankreich, Schloss von Versailles. Ich weiß nicht, wie viel 100.000 französische Bauern draufgegangen sind, um das zugegebenermaßen schöne Schloss Versailles zu bauen und den Park dazu. Sie wissen, wie das geendet hat allerdings für einen der Könige dann. Aber ein bisschen erinnert es mich schon daran, dass da gewissermaßen von den Bauern relative Peanuts zusammengekratzt werden müssen, um so einen Prunkbau zu haben, der allerdings auch einen Hubschrauberlandeplatz hat und einen Kindergarten, damit die Beamten des Bundeskanzleramts eben ihre Gören da unterbringen. Mit anderen Worten, das hat wirklich was mit höfischem Gepränge zu tun. Man könnte ja sagen, in solchen Zeiten gehen wir doch symbolisch schon mal vor und sparen, aber nein, das ist ihnen völlig egal. Und genau das ist der Punkt, wie viel kann denen völlig egal sein? Und das ist ja diese seltsame Welt, in der wir leben. Während also die Bauern da um ein paar Euro streiken, die natürlich für den jeweiligen Bauern sehr wichtig sind. Das Einkommen seines bäuerlichen Landwirts beträgt ungefähr 45.000 Euro. Und davon muss er natürlich auch was zurücklegen, wenn nächstes Jahr die Ernte schlecht ist oder der Regen nicht kommt oder der Regen zu viel kommt oder was halt immer in der Landwirtschaft passiert. Er muss finanzieren. Das ist ja nicht das Einkommen eines Beamten, sondern es ist das Einkommen eines hochriskanten Unternehmers, weil Landwirtschaft nach wie vor eben ein Risikoprodukt ist durch Klima und Wetter und weiß der Geier was. Ja? Und dann kommen erst die Märkte auch noch dazu. Ja? Also mit anderen Worten, hier wird Geld eingesammelt und in derselben Woche erklärt Frau Baerbock, dass sie jetzt mal schnell die Hilfe für die Hamas um 30 Millionen erhöht.
Sie sagt natürlich nicht für die Hamas, das ist natürlich für die Bevölkerung in Gaza, aber wir wissen ja alle, dass das nicht ankommt, sondern unterm Boden landet. Ja, also wir erleben offensichtlich, dass wir anscheinend in den letzten 20 Jahren ein Tunnelsystem an der Südküste des Mittelmeers finanziert haben. Denn was anderes ist es nicht. Und natürlich auch die dazugehörigen Raketen und anderen Waffensysteme, die da unten gebaut oder so. Und da sieht man, dass diese Regierung das eigentlich völlig wurscht ist. Es ist ihr eigentlich total wurscht. Sie macht auch weiter mit allen möglichen Projekten. Wir haben da kürzlich noch mal einen Teil auch dieser Liste veröffentlicht. Der Festjahr vom, also in Kolumbien werden grüne, von uns, grüne Kühlschränke finanziert. In Peru die Fahrradwege. Und die Entwicklungshilfeministerin auf die Frage, ob man das vielleicht nicht relativieren soll, sagt, ja wieso, wenn wir das nicht machen, dann gibt es bei uns Hochwasser. Ich meine, man fühlt sich ja verkackeiert. Ja? Und so geht es am laufenden Band weiter mit Begründungen und mit Ausgaben, während hier natürlich wir in eine ernste Haushaltskrise reinrutschen. Die war ja auch in dieser Woche fällig. Ich glaube, da sollte man mal nicht nur auf die Ausgabenseite schauen. Das macht die Regierung immer mit großen, weinenden Kinderaugen und sagt, wir brauchen Zukunftsinvestitionen. Und schon sagt die, das stimmt ja irgendwie. Irgendwann muss ja mal wieder Zug fahren oder muss mal wieder eine Schule geweißelt werden oder ein Klo erneuert werden. Das sind ja alles Zukunftsinvestitionen mittlerweile. Wenn man auf die Einnahmenseite schaut, stellen wir fest, dass wir ungefähr 1.100 Milliarden Steuereinnahmen haben. Das waren im Jahr 2012, waren es erst 445. Ich weiß nicht, wem von Ihnen es gelungen ist, vielleicht eher mit seinen Bitcoins vielleicht. Aber wer hat mal so auf die Schnelle seine Einkommensseite fast verdreifacht? Ja? Wem ist das netto gelungen? Ich rede nicht vom Brutto, ich rede vom Netto. Dem Staat ist das gelungen, aber das Geld reicht nicht. Wir haben allein im letzten Jahr nach den bisherigen Zahlen bis einschließlich September, später liegen sie noch nicht vor, also einschließlich September hat der Staat 50 Milliarden zusätzlich in etwa eingenommen. 50 Milliarden in einem Jahr, in dem die Wirtschaft geschrumpft sind, in der unsere Realeinkommen gefallen sind, kassiert der Staat einfach 50 ab. Hätten wir ein Jahr hinter uns, wo wir alle sagen, super Jahr war das, ja, alles ist gestiegen, alles war toll, jeder hat mehr gekriegt, die Renten haben mehr gekriegt, die Arbeitnehmer haben mehr gekriegt, die Unternehmer haben mehr verdient, dann wäre es ja toll, dann wäre der Staat, nein, wir kommen aus einem Jahr, das wirtschaftlich gesehen bitter ist, aber der Staat hat Mehreinnahmen. Vielleicht besteht ja da auch ein Zusammenhang. Ja, also dass die Mehreinnahmen, die der Staat hat, dazu führen, dass wir eben nichts mehr uns leisten können. Und das ist, glaube ich, das Eklatante, wenn man das hochrechnet mit dem letzten Quartal eben dazu. Dann haben wir im letzten Jahr Steuerplus von 60 Milliarden und Herr Lindner stellt sich hin wie ein überfahrener Maulwurf und sagt, aber ich brauche doch mehr Geld. Wir haben uns auch über die Debatte über die Schuldenbremse völlig in die Irre führen lassen. Sie sagen, wenn ich zu lang bin, weil das ist eine große Gefahr bei mir. Wir haben uns auch bei der Schuldenbremse eben völlig in die Irre führen lassen, weil immer so getan wird, als hätten wir irgendwie keine Schulden. Die Wahrheit ist, wir haben 2.500 Milliarden Schulden bereits und wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr 50 Milliarden Schulden gemacht. Also wo ist da eine Bremse? Und es kommt mir eher vor, letzter Satz, wie ein Autofahrer, der mit 180 auf eine Betonmauer zuschaut und sagt, Bremse brauche ich nicht. Und das ist auch, wie ich finde, das Spannende jetzt auch in den Bauernprotesten, dass zum ersten Mal, seitdem ich mich wirklich seit den letzten 20, 30 Jahren erinnern kann, es wieder um Ausgaben geht, um Einnahmen, um Haushaltsfragen. Und das ist auch sehr eng in der Verbindung mit den Bauernprotesten. Und das Erstaunliche ist ja, dass diese Proteste eine Zustimmung haben von 70-90% der Bevölkerung, Marc. Was ist deine Einschätzung? Du bist ja auch ziemlich nah am Puls. Kann daraus noch richtig was Großes werden aus diesen Protesten, die wir aktuell sehen?
Das wird sich jetzt diese Woche bzw. Anfang nächste Woche entscheiden. Also Montag ist entscheidend mit der Sternfahrt auf Berlin. Ja. Erstens, ob die Bauern klein beigeben, falls die Politik ihnen den kleinen Finger gibt, ne? Dass die dann sagen, okay, wir gehen nach Hause, wir haben wieder unsere ganzen Vorteile und damit ist die Sache beerdigt und gegessen. Dann natürlich zweitens, ob dann weitere Gewerke dazustoßen, also Spediteure, Logistiker, andere Branchen, Stuckateure, Maler etc. Und der Rückhalt der Bevölkerung ist gegeben, definitiv. Und drittens, die wirklich entscheidende Frage, die Bauern haben ja gesagt, sie wollen jetzt nicht nur ihre Subventionen, Agrardiesel und so weiter wieder zurückhaben, sondern sie bleiben so lange auf der Straße, bis man endlich Neuwahlen hat. Und wenn sie dem treu bleiben sollten, weil es ist ja auch bitterkalt, interessanterweise, sollte es ja gar nicht mehr geben eigentlich, diese Kälte, die wir gerade haben, dann könnte es durchaus eskalieren. Dann könnte es auch eine große Protestbewegung der Bevölkerung sein. Weil, sind wir doch mal ehrlich, die Umfragen zeigen es ganz deutlich. Niemand hat mehr Vertrauen in diese inkompetente Regierung. Also aus der Ampel wurde die Hampel-Regierung, würde ich sagen. Scholz, da fragt man sich ja, was macht er eigentlich beruflich? Und natürlich, die Umfragewerte schlittern immer weiter weg. Wir sind bei 31% bei der Ampel. Das hat die CDU alleine schon bei den Umfragen. Und die Unzufriedenheit steigt natürlich mit jeder Fehlentscheidung, die diese Politik momentan verabschiedet. Und die sind viele. Und die fühlen sich ja auch angegriffen. Wir haben es ja gesehen mit dieser Fähre da, wo Habeck aus dem Urlaub kam und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man möchte jetzt so alle diskreditieren, die ein bisschen über die Regierung schimpfen, nach dem Motto, das ist gleich Demokratie und Umsturzfantasien. Die Demokratie ist gefährdet. Wir müssen jetzt irgendwie sofort hier eine Brandmauer gegen jegliche Kritik einziehen. Und das heißt, da geht denen schon in Berlin der Arsch auf Grundeis. Und die wollen ja einen Graben bauen um den Bundestag. Ne? Und ich habe Gerüchte gehört, man möchte das jetzt schon vor dem Wochenende schaffen, dass es endlich da ist, weil man halt wirklich, also es gibt eine Krisensitzung nach der anderen. Der ist weit fortgeschritten übrigens. Der ist weit fortgeschritten, ja. Und ich weiß jetzt auch aus sehr guter Quelle, dass es Krisensitzungen gibt innerhalb der Ampelregierung in den letzten Tagen, weil die wirklich Angst haben, dass diese Bauernproteste großen Anklang in der Bevölkerung finden, auch bei anderen Branchen, und dass dann daraus was Größeres entstehen könnte. Aus dem Grund sehen wir ja Özdemir rumtouren durch alle Talkshows, sehen wir ja immer durch Schlichtungsversuche, man hat ja schon einige Sachen zurückgenommen, um da sozusagen das Ganze im Keim zu ersticken, weil die Panik ist schon gegeben. Und ich fand auch das letzte Interview oder vielmehr die letzte X-Nachricht von Habeck war schon sehr interessant, was er da für eine Rhetorik an den Tag gelegt hat. Also deswegen denke ich tatsächlich, Montag ist entscheidend und entweder es bleibt leider eine Eintagsfliege oder es könnte sich weiter generieren. Markus, was mir noch so ein bisschen fehlt bei diesen Protesten ist, man weiß jetzt, wogegen die Bauern sind, aber die Frage ist, die Strategie, die auch langfristige Strategie, was wollen Sie eigentlich? Da gehen die Meinungen doch sehr, sehr weit auseinander. Und damit sowas eine richtige Dynamik annimmt, fehlt da eigentlich nach meiner Meinung noch eine Ausrichtung, eine programmatische Ausrichtung, dass man sagt, so, da wollen wir jetzt hin. Und das ist für mich momentan noch nicht zu erkennen. Ja, du fragst jetzt den einzigen Libertären in der Stadt. Also die brutale Wahrheit ist zweierlei. Das eine ist, diese Bundesregierung ist ja nicht nur quasi für sich selbst genommen der Ausbund an Inkompetenz, den sie so vorführt und darstellt, sondern sie ist die logische Fortsetzung einer Kette von Regierungen, die immer inkompetenter geworden sind. Der Pfad wurde immer abschüssiger. Die Basis für diese Katastrophenpolitik, die wurde schon gelegt, bevor die Ampel kam. Von einer CDU-geführten Regierung unter Merkel insbesondere. 16 Jahre Merkel haben die Basis für 2 Jahre Ampelkatastrophe geschaffen, sodass die Problematik nicht diese Regierung allein ist, sondern die politische Klasse in diesem Land ist das Problem. Und diese politische Klasse ist mit Arroganz gesegnet. Das kann man sagen. Das Zweite ist, und damit gehe ich sozusagen auf deine Frage ein, ist, was ist die Strategie? Und das Problem an der Stelle ist, dass viele unzufrieden sind, weil natürlich die Ergebnisse dieser Politik jetzt bei ihnen ankommen, aber dass auch viele noch nicht verstanden haben, welche Mechanismen stecken denn dahinter? Warum geht denn alles so schief? Ja, es ist so, dass die meisten Leute irgendwie sagen, ja, die haben da diese Fehlentscheidung getroffen, die nehmen mir jetzt was weg, und dann stecken sie es in einen Protzbau, in ein Kanzleramt, das von oben aussieht, der Anbau, also wenn man den von oben diese Pläne anschaut, sieht aus wie der Circus Maximus in Rom. Ja, genau der gleiche Grundriss, ja, das muss wohl einen Grund haben, ja, vielleicht verteilen sie da auch Brot und Spiele demnächst. Ja, aber die Frage ist natürlich an der Stelle auch, wenn die ganze Zeit dieses Kanzleramt, so wie es da stand, gereicht hat, warum brauche ich denn dann jetzt eine Vervielfachung der Fläche? Für was wird denn das gut sein? Also welche Hallen der Dekadenz sollen denn da errichtet werden? Aber die Frage ist ja nicht allein, ich nehme jemandem was weg, um es dann zu verschwenden, sondern die tiefere Frage ist,
warum brauchen die Bauern überhaupt Subventionen zum Beispiel? Oder warum ist zwei Drittel des Volkes mittlerweile in die Abhängigkeit von Subventionen gedrängt worden? Und die Antwort ist ganz brutal, nämlich dass der Staat die Leute so lange ausgeplündert hat, bis sie auf Subventionen angewiesen waren. Ja, ich habe ein schönes, also einige der Bauern haben das schon verstanden, ein sehr schönes Schild gesehen, da stand drauf auf einem der Bauernproteste, es ist nicht so, dass ich vom Staat, dass der Staat mir in die linke Tasche Geld reinstecken soll. Es reicht mir schon, wenn er seine Hand aus meiner rechten Tasche rausnimmt. Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen endlich mal eine Abkehr von dieser Subventionsmentalität. Und wenn wir diese ganze Besteuerungsorgie streichen, dann brauchen wir auch keine Subventionen mehr. Die Bauern wären ohne diese Besteuerungsorgie locker wettbewerbsfähig. Es ist einfach nur so, dass der Staat, indem er sich immer breiter und fetter macht, immer mehr Leuten so viel wegnimmt, dass sie auf seine Almosen dann angewiesen sind. Der Staat nimmt ihnen 10.000 weg und gibt ihnen dann in Gönnerpose 3 zurück. Und dafür lassen sich die Politiker noch feiern. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das Diebesgut, von dem, das sie einkassiert haben und von dem sie sehr gut leben und von dem sie so gut leben, dass sie das Vielfache des deutschen Durchschnittseinkommens beziehen, obwohl sie inkompetent hoch 10 sind, das wird dann wie Almosen über die Bevölkerung verteilt, wie eine neue Feudalklasse benehmen sie sich, ja, sollen nach der Devise sollen sie doch Kuchen essen, und der Versailles-Vergleich, der war gar nicht so verkehrt. Diese Leute sind schamlos. Es wird mit Schamlosigkeit regiert. Ja, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, also 211 Millionen jetzt für die Hamas, da lässt sich Frau Baerbock, die lässt also dann Hilfsgüter für 10 Millionen mit einer Militärmaschine runterfliegen, fliegt selbst nochmal parallel dazu, landet dann auf dem gleichen Flughafen da unten mit ihrer Regierungsmaschine, ja, nur um sich dann fotografieren zu lassen, wie sie, wie soll ich sagen, schwebend aus der Militärmaschine rausläuft, als wenn die Öffnungsklappe der Militärmaschine der Catwalk von Frau Baerbock wäre. Ja, und wird ein Foto dabei produziert, das wahrscheinlich das Foto mit dem größten CO2-Abdruck in der Geschichte der Menschheit ist, als einzelnes Foto. Ja, zwei große Maschinen mussten ein paar tausend Kilometer zurücklegen, um dieses Foto entstehen zu lassen. Nicht, dass es das Klima beeinflussen würde, das tut es nicht, aber ich meine, wenn man sich schon hinstellt, und natürlich verbrät man dabei ein paar tausend Liter Kerosin oder ein paar 10.000 Liter Kerosin, weiß es nicht, wie viel es ist, ja, wenn man es nicht gleich, weil die Maschine kaputt ist, irgendwem auf den Kopf gepullert hat. Es ist eine sowas von jeder Scham befreite sozusagen Attitüde. Von jeder schambefreite Attitüde, wie man mit dem hart erarbeiteten Geld der Bürger umgeht, dass einem bald nichts mehr dazu einfällt. Ja, ich bin es ja sonst gewohnt, erst mal mit Humor zu starten, aber mir vergeht langsam, wenn ich diese Gestalten mir anschaue, das Lachen. Ja, da hat man bald keine Lust mehr, humorig zu sein, obwohl natürlich das der einzige Weg ist, um überhaupt die Sache zu überleben. Ja, das ist, ohne Humor wird man ja verrückt, wenn man die anschaut. Ja, und eins ist natürlich klar, die wissen ganz genau, dass sie eine Veruntreuung des Bürger, des Einkommens und des Vermögens der Bürger, des Volkes, ja, dieses Landes betreiben, eine Veruntreuung betreiben in einem nie dagewesenen Ausmaß. Ja, dabei waren ja die Positionen, die Kollege Tichy gerade genannt hat, ja noch die kleinsten. Ja, über 50 Milliarden pro Jahr für die Migrantifa, die nicht hier sein sollte. Ja, die kein Recht hat, hier zu sein. Punkt, Ende, aus. Ja, die Leute, die illegal eingereist sind unter Vortäuschung falscher Behauptungen, nämlich dass sie hier Asyl bräuchten, die sich nicht in unseren Produktions- und Produktivprozess einbringen wollen, die sich nicht in unsere Gesellschaft einbringen wollen und die von uns leben, mit über 50 Milliarden im Jahr. 33 Milliarden für Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist im Grunde genommen Radwege in Peru und dergleichen. 500 Millionen für die Taliban. Aber es summiert sich auf 33 Milliarden auf. 10 Milliarden Klimahilfen für irgendwen. Da frage ich mich, was für Klimakompensationen sollen denn da bezahlt werden, bitte? Wann habe ich dem jemanden schon mal verbotene Regentänzer aufgeführt? Ja? Also wieso soll ich denn 10 Milliarden Klimahilfen finanzieren als Bürger? Ja, damit der Präsident von Nigeria jedem Abgeordneten in seinem Parlament 140.000 Euro SUV schenken kann. Dafür wird es verwendet. Da gehen unsere Steuergelder rein. Ja, das sind Summen, da reden wir nicht über ein paar hundert Millionen, da reden wir über
dreistellige Milliardenbeträge. Alleine über 100 Milliarden gibt dieses Land dafür aus, das Geld beim Steuerzahler einzutreiben, was man ihm wegnimmt. Also die allgemeine Steuerverwaltung. Im Bund 47 Milliarden, in einem Land wie Bayern nochmal 8 Milliarden. Rechnen wir das mal hoch. Das sind weit in Summe, wenn es in Bayern 8 sind, dann sind es in Baden-Württemberg nicht weniger und in Hessen auch nicht und in NRW auch nicht. Da kommen wir auf 100 Milliarden oder mehr. Nur um das Eintreiben von Geld zu verwalten, das denen nicht gehört und das sie anschließend verschwenden. Es reicht den Bauern, aber es ist wichtig, dass wir jetzt eine Aufklärungsarbeit weitermachen. Wir müssen den Leuten sagen, diese Sache hat nicht einfach nur den Grund, dass hier ein paar Spinner an der Regierung sitzen, die sich den 188 dazugelegt haben, damit man sie nicht Spinner nennen darf. Ja? Sondern es hat den tieferen Grund, dass den Leuten klar werden muss und noch nicht klar ist, dass es ihr Geld ist, was in großem Stil eingesammelt wird und dass jede Subvention vorher beim Bürger eingesammelt worden ist und dass dieses System grundsätzlich durchbrochen werden muss. Und deswegen plädiere ich für den Minimalstaat, deswegen plädiere ich für die Abschaffung von direkten Steuern, deswegen plädiere ich für die Schließung der Finanzämter, die brauchen wir alles nicht. Diese Zwingburgen, diese Gesslerburgen in jeder Stadt, die braucht kein Mensch. Ja? Das kann alles weg. Und es ist auch nur scheinbar dazu da, um quasi den Neidkomplex der Leute zu bedienen. Natürlich, die Leute, die wenig haben, sagen, ja, höhere Steuern, damit uns mehr zufließt, damit Umverteilung stattfinden kann. Die Wahrheit ist, dass die Reichen schon lange nichts mehr bezahlen, die sind schon alle im Ausland. Ja, und dass diejenigen, die Zeche zahlen, die hart arbeitenden Mittelständler vom Taxifahrer bis zum mittelständischen Unternehmer, bis zu der Dame bei McDonald's hinterm Tresen sind, die zahlen die Zeche. Ja, und das muss man ihnen klar machen. Und deswegen muss das ganze System um 80% eingeschrumpft werden, und zwar richtig. Ja, Markus, da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Deine Empfehlungen, so überzeugend ich sie finde, finden in Berlin kein Gehör. Wir sind ja aktuell mitten in den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2024. Hatten wir jetzt am Donnerstag eine Anhörung, wo Sachverständige schon wieder gesagt haben, diese Verschiebereien von Sondervermögen, weshalb ja der Haushalt für verfassungswidrig erklärt worden ist, die gehen ja jetzt genauso weiter. Das heißt, es ist absehbar, dass nächste Woche am Donnerstag, wenn die Bereinigungssitzung ist, dieser Haushalt wahrscheinlich in 2 Jahren auch wieder für verfassungswidrig erklärt wird. Und wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil man gerade das nicht machen möchte, was du gerade vorgeschlagen hast, sondern man möchte irgendwie weiterwursteln. Herr Tichy, wie lange kann man denn eigentlich so noch weiterwursteln? Ja, es gibt ja 2 Begrenzungen. Das eine ist ja, dass denen offensichtlich, und das war ja mein Argument, dass ich sagte, schaut mal auf die Einnahmenseite. Ja? Obwohl die Einnahmenseite steigt, ist es zu wenig. Da ist ja dann irgendwas krank. Also hat die Ausgabenseite eine sehr viel höhere Dynamik als die Einnahmenseite und das kann halt ums Verrecken nicht sein. Aber es gibt ja, und was Sie da andeuten, ist ja viel schlimmer, weil diese Berichte finden Sie ja in den normalen Zeitungen nicht mehr. Man nannte das früher immer Verschiebebahnhof. Ja? Es werden ja auch die anderen Zweige, die früher für sich selbstständig dastanden, geplündert, beispielsweise Krankenversicherung. Krankenversicherung kriegt für jeden versicherten Flüchtling 100 Euro, aber die Kosten sind wesentlich höher. Das heißt, der Rest der Krankenversicherten zahlt mit seinen Beiträgen die Subvention für die zu geringen staatlichen Beihilfen für krankenversicherte Flüchtlinge. Nun könnte man sagen, ist ja wurscht, woher das Geld kommt, aber der Staat war einmal so organisiert, dass Krankenkassen ein eigenes System waren, um genau solche Missbräuche zu verhindern. Wenn Sie heute als gesetzlich Krankenversicherter zu einem Facharzt gehen wollen und warten müssen, dann müssen Sie wissen, das Geld ist weg, oder beziehungsweise es ist halt für die Versorgung von Flüchtlingen draufgegangen und das ist nicht Aufgabe der Krankenversicherung. So geht es mit der Rentenversicherung. Wir wissen ja heute, dass die Durchschnittsrente liegt irgendwo bei 1.000 Euro so in der Häufung, geht hoch ungefähr noch zahlenmäßig bis 1.200, 1.400 Euro. Mal ganz im Ernst, 1.200 bis 1.400 Euro Rente, das ist ja lachhaft. Ja? Das ist ja lachhaft. Das Bürgergeld beträgt natürlich entsprechend mehr mit den ganzen Nebenleistungen des Bürgergelds. Und da kommen wir auf den entscheidenden Punkt. Nicht nur das Geld verschwendet wird, sondern es wird ja auch die Möglichkeit zu verdienen beschränkt. Was will ich damit sagen? Wir sind ja beim Übergang, und das ist für alle Anleger wichtig, wir sind im Übergang von einer gerade noch Marktwirtschaft in ein staatliches Planwirtschaftssystem. Ich glaube, das ist den Leuten nicht klar.
Robert Habeck sagt ja ganz klar, das erklärt er ja auch, die Bundesregierung gibt vor, was produziert wird, und Kapitalismus ist dann, wenn sie es dann produzieren, was dir angeschafft wird. Das nennt man Planwirtschaft. Ja? Also es ist ein System, das sich mittlerweile tief abgesichert hat, weil es natürlich aus Brüssel mit ESG kommt, also mit Vorschriften, was du wie produzieren darfst. Das heißt, die Möglichkeit für Innovation, für unternehmerisches Handeln werden immer mehr eingeschränkt. Das ist fast noch schlimmer als höhere Steuern. Bei höheren Steuern, so schlimm sie sind, kann man sagen, bleibt ja nur was über und wenn es wächst, ist es okay. Nein, hier wird die Wirtschaft in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Und zwar massiv eingeschränkt. Und das ist auch der Grund, warum die Kohle dann am Ende nicht langt. Weil in einer Planwirtschaft musst du natürlich den Produzenten subventionieren, weil er produziert ja unwirtschaftlich. Typisches Beispiel ist die Stahlindustrie. Stahlindustrie in Deutschland hat es ohnehin schwer, ist zu klein im globalen Maßstab, zu hohe Löhne, Energiekosten verheerend. Ja? Was macht man jetzt? Man sagt, naja, mach mal halt grünen Stahl. Die Kosten für die Maschinen und Anlagen betragen wahrscheinlich 50 bis 100 Milliarden. Und die Kosten der dann damit hergestellten Stahlprodukte sind das Doppelte vom Weltmarktpreis. Also sagt Habeck, ist doch kein Problem. Wir subventionieren eure Investitionen. Das sind dann Investitionen, stellt man sich mal vor. Man investiert in unwirtschaftliche Produktionsmethoden. Ja? Man investiert in unwirtschaftliche Produktionsmethoden, die dann Produkte erzeugen, die doppelt so teuer sind, als dass man sie dafür verkaufen kann. Dann sagen wir, na, dann müssten wir halt den Absatz auch noch subventionieren. Ja? Es ist einfach ein Irrsinn. Das heißt, die Tonne Stahl wird zukünftig mit 200 Euro subventioniert, wenn sie exportiert wird. Da könnte man sagen, das machen wir bei der Automobilindustrie auch. Ja? Wir verkaufen die Daimler S-Klasse für 20.000 Euro nach Indien und die Differenz zum Produktionspreis, der vielleicht bei 100.000 liegt, ich weiß nicht, die 80.000 zahlen Sie und ich. Das ist dann Wirtschaft. Das ist die Subventionswirtschaft, die das eigentliche Gift ist, in dem sich dieses Land befindet. Dass immer mehr Produktionsbereiche verteuert werden und weil sie dann verrecken, werden sie subventioniert. Die Bauern nicht so sehr. Weil die Bauern sind ja wenige, ja? Sind ja kleine, die können sind so. Die große Subventionsmenge geht längst an die Großindustrie. Ich meine, das Elektroauto ist ja nicht anders. Ja? Wenn ich natürlich ein Auto beim Verkauf subventioniere mit 6.000 Euro, was ist dann der wirtschaftliche Sinn dahinter? Es war die Aufgabe der Automobilindustrie, Autos herzustellen, Löhne zu zahlen, Steuern zu zahlen, Sozialabgaben zu bezahlen und das Auto zu verkaufen. Heute ist die, wenn du es gesamtwirtschaftlich betrachtest, wahrscheinlich die Automobilindustrie ein Wohlstandsvernichtungsapparat. Es geht ja auch um Ideologie. Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit. Es geht nicht um Wirtschaft. Es ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende ist, und da würde ich Sie gerne darauf sensibilisieren, dass diese Momente der Planwirtschaft, diese totalen Elemente der unsinnigen Planwirtschaft, dass die eben das Land noch viel kaputter machen. Und um diese lange Geschichte zu vereinfachen, die Kollegin Vera Lengsfeld, die in der DDR verfolgt war und dann nicht mehr arbeiten durfte, aber Imkerin war, da war das so, sie hat ihr Glaserl Honig für 10 Ostmark an die staatliche Konsumgemeinschaft verkauft und ist am Vormittag, ist am Nachmittag hingegangen und hat es für 4 Euro zurückgekauft. Short, das ist Short gegangen. Ja, und jetzt ist die DDR vermutlich nicht an den Honiggläsern von Frau Lengsfeld zugrunde gegangen. Aber wenn man das natürlich im großen Stile macht, schon. Ja, das machen wir ja mit den Autos. Lacht jetzt bloß nicht nochmal über diese Honiggläser. Wir machen das ja genauso. Wir legen 6.000 Euro drauf für ein Elektroauto und am Ende funktioniert es ja eh nicht. Und beim Getreide war es ja ähnlich. Das Getreide war ja teurer als das Brot. Und so geht dann natürlich. Und so geht es in einem Bereich nach dem anderen. Und was bedeutet das? Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und es bleibt nichts über. Und das ist das Entscheidende. Der Verlust an marktwirtschaftlicher Position und marktwirtschaftlichem Grundverständnis und marktwirtschaftlicher Erklärung. Das ist viel, viel schlimmer als alles, was danach kommt.
Marc, es ist das alte Spiel, der Sozialismus funktioniert nicht, egal in welcher Couleur. Und jetzt bist du ja jemand, von dem man weiß, dass er mit Akteuren aus der ganzen Gesellschaft spricht, also von extrem rechts bis extrem links und da natürlich noch ein bisschen besseres Gespür hat, warum gewisse Leute trotzdem es jetzt wieder probieren mit dieser Transformation, obwohl es doch völlig offensichtlich ist und auch empirisch bewiesen ist, dass das wieder genau dahin führt, wo die DDR geendet hat. Warum machen die Leute das? Dieses Mal ist doch ganz anders. Die Argumentation von Sozialisten, von linken Ideologen ist immer, ja, die haben es nie richtig umgesetzt. Wir haben jetzt die patente Lösung. Nein, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, dass dieses Narrativ im linken Spektrum vorherrscht. Man denkt, man hätte jetzt alle Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wirklichen gerechten Sozialismus zu implementieren, der allen Menschen dient. Aber wir wissen ja, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert und Sozialismus ist der Weg in die Hölle. Das sehen wir in Venezuela, das haben wir in Argentinien gesehen, überall. Also Fakt ist tatsächlich, man hat ein ideologisch überhöhtes Ziel, weil diesmal retten wir nicht nur die Armut wird gerettet oder wird vernichtet, sondern nein, ganz im Gegenteil, dieses Mal ist es noch gepaart mit überhöhten Zielen wie wir retten das Weltklima, wir retten die Ukraine, wir bringen Frieden auf die Erde und so weiter. Und dieses überhöhte ideologisch fanatische Ziel wird mit einem Werf verfolgt, den die Menschheit so noch nicht gesehen hat. Und man darf ja auch nichts dagegen sagen, weil keiner kann was gegen Eisbären sagen oder gegen palästinensische Kinder oder gegen ukrainische Kinder und so weiter. Und deswegen denkt man dieses Mal auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und würde auch so viel Geld reinpumpen, wie man nur möchte, weil man fühlt sich auf dem richtigen Pfad und ist erleuchtet. Das hat schon fast was Prophetisches, Biblisches, weil man denkt, man macht die Arbeit Gottes eigentlich. Und deswegen sind die da so wirklich bis zum bitteren Ende bereit, auch alles in einen Topf zu werfen und noch mehr Geld aus dem Fenster zu werfen, weil man dieses überhöhte Ziel hat. Und das ist natürlich eine Hybris, die so noch nie gegeben war. Also wir haben ja auf einmal ganz komische Diskussionen, die ja auch immer am Ende eines Zyklus entstehen, diese spätrömische Dekadenz, ne? Also Toilettentüren, Gendern, Pronomen, 48 Geschlechter, wir brauchen Fahrradwege in Peru. Ich weiß nicht, wer schon mal in Peru war. Anden, 3000 Meter, da fährt keiner Fahrrad, ja? Da hat keiner Bock hochzufahren, da fahren alle mit Bussen, Autos und Mofas rum. Und deswegen, wir sind jetzt halt in diesem Endstadium der absoluten Dekadenz angekommen und das ist immer ein Alarmzeichen dafür, dass der Zyklus umkippt und dass wir jetzt halt auf dem absteigenden Ast des Wohlstandes uns befinden. Und am Ende dieses Zyklus kommen immer fanatische Ideen hoch, weil es geht alles mit dem Geld einher und dann kommen halt meistens auch Sozialisten. Und Sozialisten, die sind dann diejenigen, die dem System das Ende geben. Also wirklich, die dann das Ganze an die Wand fahren und dann geht es wieder von vorne los. Deswegen können wir uns eigentlich freuen, weil das Ziel ist absehbar, aber es wird natürlich noch sehr, sehr hart, weil die Katharsis wird natürlich sehr, sehr wehtun. Ja, dieser hemmungslose Transformationsprozess führt natürlich jetzt auch mehr und mehr zu Problemen bei den Banken. Also Firmenpleiten, die momentan in die Höhe schnellen. Markus, was sagen da so deine aktuellen Informanten? Wie steht es um die Bilanzen der Banken vor dem Hintergrund dieser massiven Firmenpleiten? Ja, also zunächst ist es so, gebe ich Marc sehr recht, das ist ein sozialistisches Programm. Man sieht es allein schon daran, wer schreibt eigentlich Vorwörter für welche Bücher. Ne? Es gibt da so ein Buch, das Kommunistische Manifest grün updated. Also Vorwortschreiber Robert Habeck. Ja? Dann weiß ich schon Bescheid, also aus welcher Ecke er kommt. Ich widerspreche dir aber, wenn du sagst, das war so noch nie, denn es war immer so. Wir hatten diese Geschichte hatten wir bei den Nationalsozialisten, wir hatten sie bei den Kommunisten in der DDR, wir hatten sie bei den Kommunisten in der Sowjetunion, wir haben sie bei den Kommunisten und hatten sie bei den Kommunisten in China und in Kambodscha. Es war immer ein religiös anmutender Wahn, der von den Leuten Besitz ergriffen hat und der sie dazu gebracht hat, im Namen des vermeintlichen Guten, unglaublich böse Dinge zu tun. Diese Menschen sind böse. Das muss man sich klar machen. So, und jetzt komme ich zu den Banken, weil ich deine Frage ja nicht unbeantwortet lassen will. Natürlich ist es so, dass wir, ich habe da ja auch lange davor gewarnt, dass wir eine riesige Menge an Unternehmen aufgespart haben, die zu normalen Zinsen nicht überleben können.
Und die Zinssteigerung als Antwort auf die Inflation, die koinzidiert natürlich mit dieser katastrophalen Wirtschaftspolitik. Aber die Pleiten gehen ja nicht nur in Deutschland hoch, sondern die Pleiten gehen überall hoch, in ganz Europa, auch in Amerika. Und das ist im Grunde genommen die Entladung der über viele Jahre angesparten Zombifizierung der Wirtschaft durch Nullzins. Das ist das eine. Allerdings verstärkt wird es eben durch diese Politik, weil auch viele Unternehmen, die gesund sind, natürlich Pleite machen, wenn der Staat die Rahmenbedingungen so weit verschlechtert, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und das ist das, was passiert. Die Arroganz der Macht ist dabei ungeheuer groß. Und was wir in den Banken sehen, ist, dass wir sagen können, die Banken, wenn sie korrekt bilanzieren würden, wären schon pleite. Die Bankenrettung, die wir 2007, 2008 gesehen haben, war eine, wo man viel frisch gedrucktes Geld in die Banken gepumpt hat. Und der Bilanzbetrug damals war im Grunde genommen auf Ebene der Zentralbank. Die Zentralbank hat einfach Geld gedruckt in der Annahme, dass es schon werthaltig sei, und das war ein Bilanzbetrug. Diesmal findet der Bilanzbetrug eine Stufe vorgelagert statt, nämlich direkt bei den Banken. Die Verluste, die da entstanden sind, die werden einfach nicht mehr bilanziert. Und zwar mit voller Absegnung durch die Bankaufsicht, weil natürlich die Bankaufsicht weiß, dass wenn diese Verluste bilanziert werden würden, dass dann Achterbahn wäre, dann wäre Ende Gelände im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben etwa 5 Billionen Euro verbrannt im westlichen Bankensystem, also Nordamerika und Europa zusammen, für Anleihenverluste. Das ist das, was die Silicon Valley Bank getötet hat. 5 Billionen Verluste, 5.000 Milliarden. Wir hatten aber, bevor das passiert ist, nur 3.500 Milliarden Eigenkapital im Bankensystem. Also wir sind jetzt allein durch diesen Effekt mehr als 1 Billion unter Wasser. Das ist ein negatives Eigenkapital im Gesamtbankensystem aggregiert. Nicht bei jeder Bank, aber im Aggregatzustand, ja. Und dazu kommt, wir haben jetzt diese Pleitenwelle. Diese Pleitenwelle fängt gerade erst an. Ja, also das ist jetzt die erste zaghafte Rückkehr, ja, quasi zu einem normalen Niveau von Pleiten. Das wird noch ganz andere Ausmaße annehmen, wenn es tatsächlich so ist, dass die Zombies fallen. Wir haben 20% Zombies angespart. 20% aller Kredite stehen damit im Feuer. Und zwar nicht nur die Zombies gekriegt haben, sondern auch die ihre Angestellten gekriegt haben. Deren Häusle, deren Konsumkredit, deren Autokredit, alles. Und das Ergebnis von 20% Kredit im Feuer heißt, dass wir so grosso modo über 3 bis 4 Billionen Euro Kredite im Feuer sprechen. Die kommen obendrauf. Ja, das heißt also, wir haben dreimal mindestens schon das Eigenkapital des westlichen Bankensystems aktuell verbrannt. Da führt kein Weg an einer Bankenrettung vorbei. Die wird kommen. Und wir werden jetzt sehen, wie die Sache hin und her oszilliert zwischen Inflation und Deflation. Wir kommen jetzt gerade aus einem Inflationsschub, der baut sich gerade ab. Da sollte, wenn man mal absieht von dem Zwischenschub, den jetzt die irrsinnige Steuererhöhungspolitik dieser Bundesregierung verursacht hat, wo die Inflation noch mal angestiegen ist zur Jahreswende. Das sind nur Zahlen. Mal abgesehen von der Verarmung, die es auslöst. Aber es erhöht die Inflation scheinbar. Aber der Deflationsdruck durch das Platzen der Blasen und durch die Pleiten der Zombies, der wird weiter ansteigen. Und das bedeutet, dass die Zentralbanken keine andere Wahl haben, als zu retten. Und wie retten sie? Sie machen zwei Dinge. Sie werden die Zinsen wieder auf Null senken. Ja, da würde ich also fast jede Wette eingehen, dass wir vor der Bundestagswahl Zinsen von wieder Null sehen werden. Und sie müssen die Schleusen der Liquidität öffnen für die Banken. Sie müssen dem Staat mehr Geld geben, damit er die Banken retten kann. Das wird über Kredite an den Staat laufen, der dann wieder die Banken rettet. Sie müssen die Banken mit absolut kostenfreier Liquidität versorgen. Da werden neue Facilities eingerichtet, wo Hunderte von Milliarden innerhalb von Tagen abgesogen werden. Das hatten wir schon einige Male, das wird wieder passieren. Und diese Liquidität wird ihren Weg in die Realwirtschaft finden, so oder so. Sie wird dann die Blasen wieder aufsteigen lassen und sie wird den Weg in die Realwirtschaft finden. Und zwar einfach deswegen, weil ein Haufen Güter verknappt sind und dieses Geld dann Nachfrage entfaltet. Warum sind die Güter verknappt? Weil wir immer noch unsere Lieferketten nicht wieder hingekriegt haben. Nach 3,5 Jahren haben wir es immer noch nicht geschafft, unsere Lieferketten zu reparieren. Das muss man sich ja auch mal geben. Ja, 3,5 Jahre, nachdem wir angefangen haben, mit unserer unsinnigen Covid-Policy die Lieferketten zu zerstören. Jetzt kommt noch mal es dazu, dass die Houthis im Roten Meer, das ist ja die Route zum Suezkanal hoch, praktisch das für die kommerzielle Schifffahrt mehr oder minder unbefahrbar gemacht haben, das Gewässer. Das heißt, die müssen außenrum um Afrika herum. Ja, das erhöht die Kosten, das erhöht den Zeitfaktor. Das Tesla-Werk in Brandenburg liegt ja gerade deswegen still. Wir haben jetzt haben wir sogar 4 Jahre fast eigentlich seit Beginn von Covid. Also wir haben nach 3,5, 4 Jahren die deutsche Automobilproduktion immer noch auf 60% des Niveaus von vor 4 Jahren.
60%. Das heißt, wir produzieren effektiv knapp mal die Hälfte an Autos, was wir vor 4 Jahren produziert haben. Also das ganze System kommt sowohl von der Angebots- wie auch von der Nachfrageseite jetzt ins Rutschen. Und wir werden sehen, dass das hin und her oszilliert. Wird die Inflation zu stark, dann muss der Zins rauf und die Liquidität abgeschöpft werden. Dann rauscht es rüber auf die deflationäre Seite. Und die Ausschläge werden immer größer. Und irgendwann fällt er vom Drahtseil. Wenn ein Drahtseiltänzer auf dem Drahtseil steht und er fängt an zu schwanken und die Schwankungen werden immer größer, dann kann er sich irgendwann nicht mehr halten. Da weiß man nicht, auf welcher Seite er runterfällt, auf der inflationären oder auf der deflationären Seite, aber er fällt runter. Das können wir mit Sicherheit sagen. Und jetzt sind wir genau an dem Kipppunkt von der Inflation in die Deflation. Und jetzt schauen wir mal, wie die Banken damit umgehen, wie die Aufsicht damit umgehen. Im Moment versucht man es noch mit Bilanzbetrug, indem man diese riesigen Verluste einfach nicht bilanziert. Schauen wir mal, wie lange das geht. Ja. Wenn man das hört, Herr Tichy, Sie waren ja lange Chefredakteur der Wirtschaftswoche, haben da ja auch Kontakte zu Bankern etc. Ich als Normalbürger kann mir das immer schwer vorstellen, dass man so eine Bilanz da einfach so stehen lässt und dann kommt der Wirtschaftsprüfer und sagt, ja, passt schon, lassen wir mal so stehen. Ist das Praxis momentan? Ich meine, das ist ja unvorstellbar eigentlich. Ich meine, beim Bundeshaushalt kennen wir es, aber dass auch Banken da mittlerweile diese Gangart einlegen, ist schon befremdlich. Ja, du darfst halt nicht genau hinschauen. Ja. Okay. Und du darfst vor allen Dingen den Prozess davor nicht genau anschauen, weil das würde ja zur Abwertung der Assets auf der Bankbilanz führen. Also es ist ja so, Immobilien, steigen die eigentlich im Preis oder fallen die? Tendenziell fallen sie. Wenn du jetzt eine Beleihung hast von 80% und der geht drunter, wenn da eine Bank ganz genau hinschauen würde, hätte sie das Recht, die Zwangsversteigerung zu evolvieren. Was natürlich das Problem hat, dass sie nicht mal 60% kriegt, sondern nur 40. Also schaut keiner hin. Du hast hier gewissermaßen Assets, die blendend ausschauen, solange du nicht dahinter guckst. Ja, das ist ja wie bei der Subprime-Crisis. Ja, also auf den ersten Blick hat das ja alles super ausgeschaut, bis irgend so ein blöder Fondsmanager sich mal die Mühe gemacht hat, die beliehenen Objekte tatsächlich anzuschauen und von einer erstaunlichen Erkenntnis zur nächsten gefahren ist. Und das ist jetzt natürlich auch auf weiter Strecke. Und was man im Immobilienbereich vielleicht relativ leicht nachvollziehen kann, ist ja im Industriebereich ja genauso. Also wenn die Zombifizierung stimmt, die Markus Krall ja beschreibt und auch, finde ich, zu richtig beschreibt, solange alle stillhalten, handeln wir halt mit Monopoly-Geld. Also wir betrügen uns ein bisschen und dann müssen wir die halt irgendwie im Laufen halten. Und da ist ja der Link zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und deswegen fehlt dem Staat ja das Geld, weil er natürlich damit das zumachen muss. Ja? Jetzt nicht beim einzelnen Immobilienbesitzer, da kannst du halt erschießen, wenn du willst. Aber natürlich verkauft man sich ja auch die Zustimmung der gesamten Industrie, indem man die Boys ja subventioniert. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es noch einen Industriebereich gibt, der in Deutschland nicht hochgradig subventioniert ist. Ja? Also ich meine, ich rede ja auch gelegentlich mit Unternehmern, die sich an der Finanzierung von TE beteiligen sollen. Dann sagen die immer, ja, würde ich ja gern, Sie haben ja so recht, aber schauen Sie, ich habe Staatsaufträge. Staatsaufträge, wollen Sie das? Ne? Da kriege ich natürlich ein wahnsinniges Mitleid mit ihm. Ja? Anschließend mit mir selber auch immer. Aber Spaß beiseite. Der Punkt ist der, und das ist das, was mich ordnungspolitisch eben so nervös macht, dass dahinter eben eine Verstaatlichung und planwirtschaftliche Strategie steckt. Wenn du abhängig bist als Unternehmer von der nächsten Subvention und du gehst auf Knien gewissermaßen in das Amtszimmer und sagst, da bitte schieb mir noch mal eine Milliarde rüber, könnten Sie so nett sein, und der schaut dich streng an, ist ja kein Unternehmer mehr. Ja? Und so zerstört sich dieses Land. Und deswegen glaube ich, bin ich zwar für Deutschland und für Europa sehr pessimistisch,
Aber ich weiß gar nicht, ob ich es für die USA zum Beispiel bin, aus verschiedenen Gründen, weil ich habe das Gefühl, bei allen Problemen, die die haben, da funktioniert noch ein Kapitalismus, weil es nur so einen Grundgedanken von, für Freiheit und Unternehmertum gibt, auch übrigens für Großbritannien. Aber in Europa, das ist doch bloß noch mit Frankreich zusammen, das ist doch bloß noch staatswirtschaftlicher Unsinn, ja, weil die Produkte, die hergestellt werden, sind zunehmend weniger wettbewerbsfähig. Und deswegen bin ich für Deutschland da eben sehr pessimistisch. Und da kommt noch ein weiterer Punkt dazu, aber da können wir später noch drüber reden, die Rücknahme der Globalisierung. Und Deutschland war halt ein Globalisierungsgewinner und wird jetzt ein Deglobalisierungsverlierer sein. Ja, das ist ein interessantes Thema, Globalisierung. Nächste Woche steht ja das World Economic Forum in Davos wieder an. Und das sind ja auch die Themen jetzt wieder, wo man sagt, die größten Risiken für 2024, wir erinnern uns, 2023 war es noch Klimaschutz etc. Die großen Risiken 2024 sieht der WEF jetzt bei der gesellschaftlichen Spaltung, ja, bei aufkommendem Populismus. Jetzt stehen ja große Wahlen an. Das ist jetzt wohl das Schwerpunktrisiko für 2024. Nächste Woche geht es los in Davos, Marc. Was kann man da erwarten? Das wird ja wieder interessant. Ja, wie immer. Also Davos ist ja immer so ein Trendsetter. Die setzen den Trend, wo die Reise hingeht. Sie waren ja schon vor der neuen Pandemie X. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Twitter gemeint haben oder dann tatsächlich einen neuen Virus mit X. Wahrscheinlich beides in ein Dorn im Auge, würden Sie beides gerne ausmerzen. Und ja, die Spaltung der Gesellschaft ist ja teilweise genau von WEF als auch von den Eliten vorangetrieben wurden. Ich meine, wir sehen die Spaltung in allen Bereichen, nicht nur seit Corona, schon davor. Wir hatten Energiepolitik, wir hatten Migrationsprobleme, wir hatten die Corona-Krise, Euro-Krise und so weiter. Und immer wieder wurde die Gesellschaft gespalten. Ich glaube, jetzt hat man Angst, dass die Gesellschaft sich nicht mehr spalten lässt, sondern dass man wirklich sich zusammenrottet und gemeinsam gegen, ist mal ganz populistisch gesagt, die da oben was macht. Und wir merken ja auch, dass die Angriffe, um die Gesellschaft in Brot und Spiele zu verzücken oder ablenken zu lassen, nicht mehr funktioniert. Ich meine, Aiwanger war ein schönes Beispiel, die Fähre war ein schönes Beispiel mit Habeck, wo ja dann die Polizei jetzt heute offiziell über den NDR verkündet hat, es gab keine Ausschreitung, es gab keinen Versuch, die Fähre zu stürmen. Aber wir haben jetzt tagelang bei Maischberger Will und überall gehört, echauffierte Politiker, die vor den Umsturz gewarnt haben, vor Gewalt und die Demokratie sei in Gefahr. In Wirklichkeit wurde das nur instrumentalisiert, um die Proteste im Keim zu ersticken, zu stigmatisieren und die ganzen Bauern in eine rechte Ecke zu stecken. Und dieses Framing sehen wir seit Jahren, dass wir ein Nudging sind, als auch ein Framing von ja, Kritikern, die halt anders gedacht haben, die gegen die Impfung waren, die gegen den Lockdown waren, die gegen die Corona-Maßnahmen waren. Und wir wissen alle, die ganzen Spinner mit dem Aluhut hatten im Endeffekt recht nach 6 bis 12 Monaten. Ne? Und der Wohlstandsverlust, den wir dadurch erlitten haben, ist gigantisch. Wir haben Ansehen verloren weltweit, auch mit dem Atomausstieg natürlich. Wir sind die Einzigen, die auf dieser Energieautobahn gegen den Strom fahren. Alle anderen um uns herum bauen Atomkraftwerke, aber wir sagen, nee, die sind zu teuer und es lohnt sich nicht. Also anscheinend sind wir die Einzigen mit einem Rechenschieber, weil egal ob Polen, Italien oder die USA, die sagen, nee, es lohnt sich. Also wir aber wissen es wieder besser. Und das ist das Problem, an dem das der Deutsche eigentlich seit Jahrzehnten leidet. Nicht nur den Schuldkomplex, den er da hat, sondern auch zu sagen, wir erklären der Welt, wie es zu funktionieren hat. Und das kostet uns einfach unglaublich viel Sympathien weltweit, aber auch Wohlstand. Und aus dem Grund sehen wir jetzt aber auch diese Spaltung der Gesellschaft seit durch die Medien, durch die Politik immer und immer wieder. Und ich kann nur aufrufen eigentlich, wir müssen endlich diese Spaltung überwinden, egal welchen Fußballverein du magst, egal welche Sexualität du nachgehst, welche Hautfarbe du hast. Wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, diese berühmte 3%-Regel, wenn 3% der Menschen auf die Straße gehen, dann kippt jede Regierung. Und dann gibt es auch Neuwahlen. Und vielleicht sollten wir den alten Slogan wieder heranziehen von 1989, einer friedlichen Revolution, nämlich wir sind das Volk. Wir sind das Souverän. Und eine Demokratie ist nur eine Demokratie, wenn die Politik Angst vor den Bürgern hat und nicht, wenn die Bürger Angst vor der Politik haben. Marc, dann hoffe ich doch sehr, dass du von deinen Bitcoins jetzt auch mal den ein oder anderen Traktor kaufst, dass du da auch aktiv mitmischen kannst. Unimog. Wie gesagt, es sind nur 3%. Ja, ein Stargast. Für unseren Traktor kaufen.
Passt. Ja. Markus, ein großer Stargast in Davos wird ja Javier Milei sein, eine libertäre Hoffnung, neuer Präsident in Argentinien. Außenpolitisch allerdings schon interessant, weil er sich doch sehr, sehr stark auch auf die Seite der USA steckt, eher Abstand zu den BRICS-Staaten hält. Wie schätzt du da die Rolle ein, auch die geopolitische Positionierung, macht das Sinn? Javier Milei wird uns wahrscheinlich auch dieses Jahr noch sehr stark beschäftigen, weil das ein Projekt ist, wo man wirklich gespannt ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Also Milei ist natürlich ein interessantes Phänomen, aber fast was auch ein interessantes Phänomen ist, ist die Wahrnehmung, die über ihn verbreitet wird. Mhm. Ja, also er war vor 14 Jahren das letzte Mal beim WEF eingeladen und jetzt ist er wieder da, nachdem er Präsident in Argentinien geworden ist. Und schon ist das Netz voll von, muss ein WEF-Agent sein, ist ein, und kann ja nichts, was bei rauskommen und so weiter. Und ich möchte mal vorwegschicken, dass ich diese ganze Unkerei für blödsinnig halte. Und zwar für echt schwachsinnig. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der hat zunächst mal den Auftrag, für sein Land das Beste rauszuholen. Und wenn mich heute jemand nach Davos einladen würde, würde ich auch hingehen. Ich würde allerdings denen die Leviten lesen und anschließend würde ich mal so öffentlich zum Besten geben, was ich denn da so erlebt und gesehen habe. Ja? Und da ist auch gar nichts Verkehrtes dran. Ja, ein Problem ist nur, entsteht nur dann, wenn sich Leute vereinnahmen lassen, ja, und dann das Falsche machen. Das kann ich aber bei Milei beim besten Willen nicht erkennen. Der macht im Moment in allem, was er tut, für Argentinien genau das Richtige. Man muss sich nur mal anschauen, was er in den paar Tagen, seit er an der Regierung ist, gemacht hat. Der hat buchstäblich Tausende von Gesetzen außer Kraft gesetzt. Ja, der hat Tausende von Bürokraten nach Hause geschickt. Der hat die Zahl der Ministerien halbiert. So, Afuera, eine gute Sache, ja, kann ich voll unterschreiben. Der hat den Leuten jeden Tag eine halbe Stunde quasi am Fernseher eine Ökonomielektion in allererster Qualität Libertarismus und österreichische Schule verpasst. Ja, und auf dem intellektuellen Niveau, auf dem er sich da bewegt, da können sich aber einige von den Heckenschützen da draußen, die ihn jetzt zum WEF-Agenten erklären, mal was abschneiden. Ja? Also ich bin der Meinung, man sollte sich an dem Bibelspruch orientieren, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte, die ich da im Moment in Argentinien sehe, sind bisher jedenfalls gut. Ich hoffe, dass das so bleibt, aber ich bin, nachdem der Mann offensichtlich den intellektuellen Tiefgang hat, die österreichische Schule der Nationalökonomie wirklich sehr gründlich studiert und verstanden zu haben. Das geht aus jedem seiner Worte hervor. Ja, das ist alles konsistent, das ist durchdacht. Und er erklärt es den Leuten auch ganz genau. Und er hat die Leute mit diesen klaren Argumenten auf seine Seite gezogen. Man kann auch ein Volk, selbst von Nicht-Ökonomen, ja, mit klaren Argumenten auf seine Seite ziehen. Das ist die wichtigste Lektion, die uns Argentinien im Moment gerade zeigt. Und jetzt fährt er also nach Davos. Und ich gehe mal davon aus, dass er das Gleiche tun wird wie Václav Klaus, der frühere tschechische Präsident, der mir mal erzählt hat, dass er diesen Homo Davosensis geschrieben hat. Also er ist da immer hingegangen, die haben ihn immer eingeladen und irgendwann hat er angefangen, sie zu kritisieren und dann haben sie ihn nicht mehr eingeladen. Ja? Ja, das ist dann halt so. Aber ich bin sicher, der wird ihn in den Leviten schon lesen. Und er hat auch hervorragende Berater in Madrid, Professor Huerta de Soto, zusammen mit Philipp Bargus, ein deutscher Ökonom, die auch im engen Austausch mit ihm stehen, auch gerade was die geldpolitischen Fragen angeht. Also das werden wir im Auge behalten, das wird sehr, sehr spannend werden 2024. Und Herr Tichy, wir haben Ende letzten Jahres ein sehr interessantes Interview geführt. Und zwar ist das auch ein Thema, was Sie bei Tichys Einblick sehr viel investigativ gearbeitet haben, nämlich das Thema WHO und der aktuelle Pandemievertrag, der gerade verhandelt wird. Und ich war so geschockt nach unserem Gespräch, weil das noch viel weiter geht, als ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Man ist ja ohnehin immer kritisch bei der WHO. Aber vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern nochmal, was ist das für ein Konstrukt, diese WHO, und was hat es mit diesem Pandemievertrag auf sich, der da gerade verhandelt wird? In drei Sätzen ist es natürlich ein bisschen knapp, aber im Prinzip ist die WHO eine supranationale Organisation, die allerdings im Wesentlichen auch von großen Milliardären subventioniert und gesteuert wird und die auch daran ganz formalen Anteil haben. Und diese WHO
ist schrittweise dazu ermächtigt worden, gewissermaßen die Gesundheitsdefinition zu übernehmen und die Gesundheitsorganisation. Die Gesundheitsdefinition ist deswegen so wichtig, wie wir in der Corona-Phase festgestellt haben. Wenn ich global definiere, was ist gesund, was ist krank, wann ist ein Zustand besonders ernst zu nehmen, wann muss er behandelt oder pandemisch verfolgt werden, dann habe ich natürlich ein unheimliches Machtinstrument und es ist gebündelt bei der WHO. Und der Pandemievertrag sieht halt vor, dass über die verschiedenen Rechtssysteme, die da aufgebaut werden, die Zentralisierung dieser Steuerung des Gesundheitswesens bei der WHO liegt. Und viele meinten immer, da geht es halt darum, wie kannst du irgendeine Seuche eindämmen, sagen wir mal, wenn in Afrika wieder irgendwo eine Ebola-Seuche ausbricht. Das ist ja auch alles ganz vernünftig, da muss man dann natürlich versuchen zuzugreifen und das einzudämmen und so. Aber nein, es geht natürlich jetzt in auch jeden Bereich der gesundheitlichen Definition. Die Frau Röhrig hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben, das es bei uns noch gibt, weil es eigentlich vergriffen ist. Und die beschreibt es auf 300 Seiten sehr präzise, wie diese Mechanismen ablaufen. Und interessant ist, dass diesem Pandemievertrag sehr viele afrikanische Staaten nicht beitreten wollen, weil die afrikanischen Staaten die hohen Kosten der medikamentösen Behandlung, die da definiert werden, nicht tragen wollen und auch nicht tragen können, muss man sagen. Und auch ganz andere Formen der eher traditionellen Gesundheitsversorgung zum Teil haben. Jedenfalls wollen die sich aus durchaus verständlichen Gründen dem widersetzen, während Europa und Deutschland sich dem unterwirft. Und deswegen ist das Hauptproblem, glaube ich, bei der WHO, eine Zentralisierung, die gleichzeitig bedeutet, dass wir unsere Souveränität in einem wesentlichen Bereich abgeben. Weil, ehrlich gesagt, selbst wenn Souveränität, sage ich mal, über unser Geld woanders liegt oder auch über unsere Wirtschaft, ist nicht immer lustig, aber unser Körper, die Körpergrenze wird jetzt unterschritten. Also es geht nicht mehr nur um unseren Geldbeutel, so schlimm das im Einzelnen auch sein mag, sondern es wird die Körpergrenze unterschritten. Also wir werden zum Gegenstand der Manipulation. Und das ist das, was an diesem WHO-Vertrag so bedenklich ist und über den halt kaum jemand berichtet. Und das ist dieses Thema, da könnte man jetzt, aber es ist ein eigenes Thema natürlich, da könnte man jetzt stundenlang reden. Ja, aber wenn eine Organisation, die ja in keinster Weise demokratisch legitimiert ist, jetzt auf einmal die Verantwortung übernimmt für alle Pandemien, die zukünftig auftreten, dann frage ich mich, was war denn eigentlich bei Corona? Da hatten sie ja auch schon mal eine Agenda aufgesetzt. Sie haben sie auch durchgezogen. Die haben sie durchgezogen und dann schaut man aber, dass gerade Länder, die sich dieser Agenda nicht unterworfen haben, wie Schweden, am Ende des Tages viel besser gefahren sind. Und das war ja eigentlich so, dass man sagt, um Himmels Willen, lasst uns diesen Pandemievertrag auf keinen Fall machen, weil Corona hat ja genau das Gegenteil gezeigt. Aber nein, man möchte diesen Pandemievertrag jetzt durchdrücken, Marc. Und Corona ist ja auch bei dir ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Was ist Darf da los? Darf ich kurz nochmal vielleicht einen Punkt, bevor er mag. Dahinter steckt ein Problem, das wirklich unsere Demokratie erschüttert. Nämlich, wir haben ein ausgefeiltes System, ob es immer gut funktioniert, sei dahingestellt, darüber kann man jederzeit reden, aber wir haben ein ausgefeiltes System von Demokratie, von Recht, von Checks and Balances, von Kontrolle. Zumindest stellen wir uns vor, dass der Deutsche Bundestag so im Großen und Ganzen die Interessen seiner Wähler vertritt. Stellen wir uns so vor. Aber wir demokratietheoretisch sind wir ziemlich gut aufgestellt. Aber Theorie und Praxis ist ja immer so ein bisschen schief, aber ich sage mal was Besseres. Aber jetzt stellen wir eben zunehmend fest, dass supranationale Organisationen dieses System eigentlich aushebeln. Es ist zum Beispiel schon eigentlich völlig wurscht, was der Deutsche Bundestag beschließt, wenn das EU-Parlament was anderes will. Ja. Man kann ja davon ausgehen, dass 80% unserer Gesetzesvorhaben eigentlich in Brüssel definiert werden. Da fragt man sich, wozu brauchen wir 716 Beamte? Wir haben das System der sogenannten Agora, Agora Verkehrswende, Agora Energiewende, Agora Agrarwende und ganz entscheidend Agora Medizinwende.
in der ein Club, der wiederum finanziert ist, zum Teil, weil man sich aus dem Bundeshaushalt holt über seine Spezels, zum Teil aber wieder über große globale Stiftungen, da wird Politik formuliert und exekutiert. Und da können wir jetzt herumrennen und mit Traktoren im Kreis fahren. Das ist der Agora gerade wurscht. Ja? Das ist ein Geheimclub, ist undemokratisch. Wir haben den ja auch versucht aufzudecken. Dann ist einer der zentralen Köpfe, Patrick Greichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, gefeuert worden. Aber es gibt halt noch 15 weitere Staatssekretäre, die auf Agora-Ticket fahren. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dieses Muster wiederholt sich in allen Bereichen, auch auf globaler Ebene, und setzt unsere Demokratie endgültig außer Kraft. Ja. Entschuldige, dass ich dir die Zeit... Das kann ich nur alles unterstreichen, das ist genau so. Also wenn man hört Private Public Partnerships, muss man immer alle Ohren spitz halten, das ist ganz gefährlich. Und genauso die feindliche Übernahme der staatlichen Organisationen durch Lobbyvereine oder durch den IWF. Also IWF ist auch die Pest schlechthin. Red mal mit einem Argentinier, was der vom IWF hält. Gar nichts, weil der IWF hat, also der Internationale Währungsfonds, hat überall, wo er aktiv war, eigentlich nur noch mehr Armut befördert und hat immer diese Länder in Abhängigkeiten gebracht. Also, dass man dann praktisch Kredite hatte, die konnten nicht zurückgezahlt werden. Und dann gab es halt irgendwann dann Übernahmen von reichen westlichen Konzernen. Genauso der Gavi ist die Impfallianz in Genf. Ja, wer ist der größte Investor? Die Bill und Melinda Gates Stiftung. Das gleiche bei Agora Energiewende. Also es ist wirklich ein unglaubliches Netz an Interessen und an privaten Geldern, damit die noch reicher werden. Das sind keine Verschwörungstheorien. Das wurde hervorragend auch von Tichys Einblick recherchiert, als auch von vielen anderen. Auch die Twitter haben vieles bewiesen, Michael Schellenberger und so weiter. Und langsam wird es den Leuten auch klar, dass praktisch, ich meine, Horst Seehofer hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, nämlich, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt, weil Geld regiert die Welt. Und wer die Hoheit über das Geld hat, der ist der Mächtigste im ganzen Spiel. Deswegen. Und ich glaube tatsächlich, die Corona-Zeit war so ein Planspiel, was es ja auch wirklich war, wurde ja schon geplant 2019, Event und so weiter. 208 hieß es, glaube ich. Und jetzt siehe da, auf einmal hat man dieses weltweite Planspiel durchgeführt. Und für mich war es ein Experimentierfeld. Wie weit kann man mit den Menschen gehen? Was kann man durchboxen? Weil bitte nennt mir einmal in der Geschichte, dass die ganze Welt an einem Strang gezogen hat. Es hat noch nie geklappt. Egal ob Drogen oder Steuern oder Wettspiele oder was auch immer. Immer schert irgendjemand aus, weil er sagt, komm, da habe ich einen eigenen Vorteil, ne? Dass ich eine Steueroase bin oder bei mir gibt es Casino und Sex und so weiter. Aber da auf einmal bei Corona waren alle irgendwie an Bord. Da haben sie fast alle eingeheimst. Und die, wo nicht an Bord waren, die waren irgendwann tot. Ja, wie es Lauterbach auch gesagt hat, bis März ist entweder jeder geimpft oder gestorben. Ja? Und genauso, das sehen wir halt momentan. Wir sehen meiner Ansicht nach tatsächlich die brutale Entwicklung, dass Unternehmen, Privatpersonen, superreiche Staaten komplett regieren und übernehmen. That's it. Und alle, die wir da sehen vor den Kameras, die anscheinend demokratisch legitimiert worden sind, das sind Kasperl, das sind Marionetten. Und das sehen wir auch in den USA, das beste Beispiel. Wer weiß, was der amerikanische Wahlkampf kostet? Wir reden hier von Milliarden. Woher kriegen die diese Kohle? Wer hat bitte diese Puppe, diesen demenzkranken Biden, ins Weiße Haus gebracht? Das waren die großen Geldgeber, vor allem Wall Street. Und glaubst du, dass die Milliarden investieren, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Also wenn ich jemandem Geld gebe, erwarte ich irgendeine Gegenleistung. Und es sind natürlich auch die Wall Street oder große Unternehmen oder die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die würden niemals im Spiegel 5 oder 6 Millionen geben, nur aus irgendwie, weil sie Klimaziele verfolgen. Fuck it, es geht nur um Geld. Man hat es jetzt geschafft, endlich die Luft zu besteuern und man möchte halt einfach alle Menschen in die Abhängigkeit bringen durch ein Narrativ, durch Propaganda, durch ein Framing. Ja, aber dann ist die WHO doch ein wunderbares Instrument, Markus. Klar. Man hat eine Pharmaindustrie, die überhaupt für nichts mehr haften muss. Das haben wir bei Corona schon gesehen. Man kann seine Medikamente, Impfstoffe komplett durchdrücken, weltweit. Sehr elegant, aber als Libertärer schreckt man da natürlich hoch. Ne? Haftung völlig ausgesetzt, das ist natürlich Highway to Hell, würde ich mal sagen. Ja, das ist der Highway to Faschismus. Ja. Ja. Also Benito Mussolini hat ja mal gesagt, Faschismus ist das Zusammenwirken von Staat und Konzernen. Exakt. Das ist, das kommt jetzt in dem Fall mal ausnahmsweise aus berufenem Munde. Ja. Und ich glaube, was wir hier haben, ist aber ein viel tiefer greifendes, fundamentales Problem. Das hat auch was mit der Technologisierung der Welt zu tun.
umso größer die Risiken werden, also sagen wir mal andersrum, umso mehr Technologie wir haben, umso größer sind die Risiken, die mit der Technologie auch verbunden sind. Und umso wichtiger ist es, dass man versucht, die Risiken kleinteilig zu machen und dann dezentral auszusteuern. Das leistet der Markt, der Wettbewerb, die kleinteilige Industrie, der Mittelstand, da funktioniert das. Umso größer die Einheiten werden, umso geringer ist die Möglichkeit, große Risiken rechtzeitig zu erkennen und runterzubrechen und kleiner zu machen. Und das Thema Covid und auch Impfung ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Wir haben eine Zentralisierung der Entscheidungen in immer größeren Einheiten, nämlich durch die Kollusion von Pharmaindustrie, um nicht zu sagen Pharma-Mafia und Staat. Und wenn man sich mal anschaut, was in den Pfizer-Files so drin steht, was in den Verträgen mit der EU so drin steht, die da jetzt endlich rausgekommen sind, dann kann man ja nur noch von einem kollusiven Zusammenhandeln oder einem kollusiven Handeln mit hoher krimineller Energie sprechen. Ja? Und das Ergebnis aber dieser Zentralisierung der Entscheidungen ist auch, dass Einzelentscheidungen, die riskant sind, nicht mehr als riskant erkannt werden. Und das heißt, Einzelentscheidungen können dann zu schlagend werdenden Risiken führen, die so gigantisch sind, dass niemand sie mehr unter Kontrolle bekommt. Und genau das ist passiert. Denn die Impfung ist nichts anderes als genau das, dass eine kleine Gruppe von Menschen sich aufgeschwungen hat, dieses Risiko auf Basis ihrer und dann noch beeinflusst von ihren eigenen Interessen und auf Basis ihrer eigenen Machtvollkommenheit zu bewerten, zu entscheiden und uns allen aufzudrücken. Und Millionen zahlen dafür buchstäblich mit ihrem Leben. Denn die Übersterblichkeitsstatistiken zeigen eindeutig, dass mit Einsetzen der Impfung und bereinigt um alle möglichen anderen Faktoren, die da sonst noch reinspielen, mindestens 17 Millionen Menschen mehr gestorben sind global, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Klima. Das Klima ist auch für die Inflation zuständig, hat uns Frau Lagarde erklärt. Ja. Das Klima ist für alles zuständig. Und wenn es das Klima nicht war, dann war es der böse Putin. Aber die Wahrheit ist, dass die Statistiken eine eindeutige Sprache sprechen. Und es wird einfach ignoriert. Und zwar deswegen, weil natürlich diese Zentralisierung der Entscheidungsmacht, die darf ja Fehler nicht zugeben. Das war schon bei den Sowjets so. Warum hat es lange gedauert, bis Tschernobyl überhaupt an die Öffentlichkeit kam? Weil die Sowjetmacht in ihrer zentralen Machtvollkommenheit natürlich niemals zugeben konnte, diesen gewaltigen Fehler gemacht zu haben. Weil dann wird man ja zur Verantwortung gezogen. Allerdings führt kein Weg daran vorbei, an der Verantwortung. Und zwar deswegen, weil natürlich die Nichtaufarbeitung eines schlagend gewordenen Risikos, so wie es in diesem Fall, das System der zentralen Machtanmaßung und der zentralen falschen Risikobewertung und Umsetzung am Leben erhält und mit weiterer Technologisierung das nächste größere Risiko kommt und dann wieder falsch entschieden wird. Das ist eine Frage der Zeit. Also umso zentralistischer entschieden wird, umso planwirtschaftlicher entschieden wird, umso gewaltiger werden die Risiken und umso gewaltiger werden die Katastrophen, die da produziert werden. Das konnte man in der Sowjetunion sehen und das können wir jetzt wieder sehen. Und dieses Beispiel, möglicherweise ist das schon quasi die Schlüsselkatastrophe des 21. Jahrhunderts, möglicherweise ist diese Impferei mit diesem mRNA-Impfstoff. Das ist durchaus denkbar, dass es das ist. Und die WHO ist im Grunde genommen die institutionelle Manifestierung dieser Hybris, dieser Arroganz der Macht und der Anmaßung von Wissen, das sie nicht haben. Und deswegen ist es ganz klar, egal was jetzt auch unsere aktuelle Bundesregierung oder wer auch immer da in Berlin das Sagen hat, entschieden hat hinsichtlich des Beitritts zu diesem Vertrag, eine künftige Bundesregierung, die ihren Verstand beieinander hat, wird und muss aus diesem Ding wieder austreten. Das ist ein Federstrich. Ja, man kann wirklich nur sagen, bleiben Sie aufmerksam. Das Ding soll im Mai verabschiedet werden. Und wie die Bauernproteste zeigen, kann Protest einiges bewirken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die läuft momentan medial unter dem Radar. Und das wäre meine Hoffnung, dass das Thema doch noch stärker begleitet wird. Und Herr Tichy, wir haben traditionell bei unserer Neujahrsausgabe Alpha Trio einen Kapitalmarktausblick 2024. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, aber wir würden natürlich schon gerne wissen, wo Ihre Favoriten 2024 liegen, in welchen Assetklassen. Sie haben ja gerade von dem ganzen Schlamassel berichtet.
weil da zieht ja einem fast die Füße weg, aber vielleicht kann man sich dezentral auf privater Ebene da vielleicht noch so aufstellen, dass man da noch eine gewisse Resilienz reinbekommt. Wie gehen Sie 2024 an? Das sind die beiden wirklich kompetenter als ich. Ich bin im Wesentlichen Makroökonom, das heißt, von meinem eigenen Geld habe ich keine Ahnung. Nur von mir. Nur von ihr, nein. Also ich persönlich meide Deutschland, weil ich das Experiment des Sozialismus für verheerend halte. Es hat ja auch Momente, ich habe kürzlich mit einem Investor in Start-up-Unternehmen sprechen müssen, der dann sagte, wir machen im Augenblick nichts, weil wir nicht wissen, wie die steuerlichen und sonstigen Rahmenbedingungen, sondern so ein Attentismus. Und das wird sich ja beschleunigen, dieser Attentismus. Und ich warne auch davor, was ja viele geglaubt haben, die in Sektoren oder Bereiche gehen, die staatlich subventioniert werden. Irgendwann ist halt die Staatskohle zu Ende. Ich bin so alt und konservativ, dass ich glaube, man muss in vernünftige Geschäftsmodelle investieren, also in Modelle, die wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten bringen. Es gibt ja ein paar gute Beispiele. E-Mobilität, ja. Plötzlich wird es nicht mehr subventioniert, das E-Auto, und weg ist es. Ja, es ist ein Subventionsprodukt. Und warum wird es nicht mehr subventioniert? Weil halt die Summe der notwendigen Subventionen für alles so gewaltig wird, dass man irgendwann aussteigen muss. Und so geht es in der Stahlindustrie. Sollten Sie da irgendwo eine Aktie haben, schmeißen Sie es hin. Das ist völlig unmöglich, dass ein Unternehmen in Deutschland mit grünem Stahl hausiert. Das ist an anderer Stelle möglich, in Nordschweden. Bei Luleå wird gerade ein Wasserstoffstahlwerk gebaut. Warum? Weil die aufgrund der vielen Flüsse da und in der Nähe von Kiruna das Eisenerz herkriegen und aus den großen Wassersystemen die Energie. Da mag das gehen, ja. Aber die werden natürlich jeden zu Tode konkurrieren, der mit Staatsknete da reingehen muss. Da gibt es ja viele Beispiele der Subventionswirtschaft. Ich glaube auch nicht, dass die erneuerbaren Energien langfristig eine gute Geldanlage bleiben. Weil irgendwann muss die Energie billiger werden. Wenn irgendwann eine halbwegs vernünftige Regierung den Vorrang für Einspeisung von erneuerbaren Energien kippt, dann sind die ganzen Windräder aber sowas von tot, weil es einfach nicht funktioniert. Und auch der Solarstrom ist zu teuer, weil das dumme Gerede, dass Sonne und Wind keine Rechnung schicken, ist ja falsch. Die Ernte von Sonne und Wind ist so teuer. Die Windräder laufen ja gerade ins Negative. Warum? Weil die Kapitalkosten der entscheidende Punkt sind. Windrad ist ein Haufen Geld. Und wenn das Geld 5% plötzlich Zinsen kostet statt 0, ist die ganze Kalkulation beim Teufel. Weswegen ja auch zum Jahresbeginn 2023, was keiner so richtig realisiert hat, Vergütung für Windstrom um 40% angehoben wurde. Das war parallel zum Zinsanstieg, musste das, weil die Nummer läuft halt nicht. Und aus all diesen Dingen würde ich herausgehen, lassen Sie sich auch nicht verführen von irgendwelchen Pseudo-Start-ups. Ich weiß nicht, wie viele 100 Energie-Start-ups ich schon habe verrecken sehen, solche, die Betonkugeln im Meer versenken wollten und die steigen dann irgendwie da auf. Andere haben ja begonnen vorzuschlagen, dass man die Aushöhlungen im Ruhrgebiet durch den Bergbau mit Pressluft füllt und dann pfeift der Pressluft wieder raus und treibt die Turbine an. Du denkst dir, habt ihr eigentlich noch irgendwann mal vernünftig darüber nachgedacht, was das alles soll? Auch die ganzen Umwandlungsenergien, die Biostrom, also Stroh einsammeln wollten oder Holz, um daraus Energie zu erzeugen, haben alle nicht berechnet, dass die Mengen so gewaltig sind und dass die Transportwege fürs Einsammeln von Stroh und Holz einfach so irrsinnig sind. Also hier widerspreche ich jetzt ausnahmsweise. Es ist nicht ich muss nur auf den Grünen Parteitag gehen, da kriegst du so viel Stroh. Ja, aber das ist ja feuchtes Stroh.
ist ja feucht, dieses Stroh. Ja. Das ist das Problem. Also all diese Dinge funktionieren nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, schau dir das Geschäftsmodell an und schau dir die Basismärkte an, auf denen er tätig ist. Und ansonsten lass die Finger weg von Subventionsgedöns. Es mag ein paar gute Jahre geben, aber vergiss nicht auszusteigen. Und wie wir alle wissen, ist das Aussteigen schwieriger als Einsteigen. Ja, das Motto sollte eigentlich sein, man muss genau das Gegenteil machen von dem, was die Regierung eigentlich sagt. Also das ist jetzt momentan, fossile Energieträger sind gut gelaufen, Uranwerte sind gut gelaufen. Das, denke ich mal, ist das Motto. Also wenn Habeck sagt, hier macht alles ESG und kauft euch Windräder und investiert in grüne Aktien, muss man genau das Gegenteil machen, was die Linken und Grünen hassen. Ja, wie war deine, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, Marc, 2023, als wir hier saßen. Ich glaube, deine Themen waren auch Uran und auch nicht subventionierte Energien, also Braun, Kohle. Fossile Energieträger, Kohle, ja. Öl, Gas, ja. Uran natürlich. Uran war das zweiterfolgreichste Investment letztes Jahr. Warst du zufrieden mit deiner Performance? Ja. Also Bitcoin 164%. Ja, jetzt aber Bitcoin Uran. Mal weg hier. Ja. Ist auch eine Energie. Ja. Und fossile Energieträger haben sich gut entwickelt, vor allem halt Uranwerte natürlich. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das habe ich heute auch exklusiv für euch alle dabei. Ja, ich wusste, da kommt auch noch nach was. Nach zwei Jahren. Also, ja, ich habe sie nur für Markus geschrieben. Ja. Ja, ich weiß. Und da sind auch viele Tipps natürlich drin, wie man sich aufstellen muss. Kannst du dir gleich von Markus und Roland Tischi noch signieren lassen. Wenn du das verstanden hast, dann wird es mit Bitcoin auch endlich was werden. Ich bin seit Jahren dran, ihn zu überzeugen, deswegen haben wir dieses Buch geschrieben. Ja, ich sage aber, ich muss da ja gar nicht dafür einstehen, weil dafür habe ich ja schon dich. Ja, aber wie viel Bitcoin hast du jetzt? Genau. Und das müssen wir ändern. Deswegen dieses Buch, du musst es lesen bis zum nächsten Alpha-Trio. Da möchte ich gerne von dir Feedback hören. Und da sind auch viele Tipps drin, in was ich investieren würde. Ich würde nach wie vor weiterhin in fossile Energieträger investieren, weil die Welt baut auf fossile Energieträger. Zum Beispiel Indien wird die nächsten 20 Jahre auf Kohle bauen. Und Kohleunternehmen haben eine unglaublich gute Dividende. Genauso Öl und Gas. Wir haben große Übernahmen gesehen im Rohstoffsektor von Exxon zum Beispiel. Die haben andere Gasunternehmen übernommen. Warum? Weil die auch denken, dass die fossilen Energieträger eigentlich noch eine Zukunft haben. Sonst würden die ja in Windparks investieren. Nein, machen sie nicht. Und wie vorhin schon erwähnt, die ganze Welt baut auf Kernenergie. Und zwar alle um uns herum, von Japan bis nach Brasilien. Selbst die Araber bauen jetzt Atomkraftwerke, weil sie sagen, das ist gut und grundlastfähig und günstig. Aber nur wir Deutschen halt nicht. Das sind so meine Top-Investments. Und natürlich weiterhin Geld, in wahres Geld zu investieren. Und das härteste Geld der Welt ist neben Gold tatsächlich Bitcoin. Das habe ich im Buch dann auch nochmal aufgegliedert. Warum man in Geld investieren sollte, nicht in Währungen oder in Staatsanleihen. Und dann gibt es natürlich andere Opportunitäten, die man noch machen kann, also wo man investieren könnte. Diamanten ist noch, also in der inflationären Welt, in die wir wieder kommen werden, da bin ich bei Markus ganz dabei, muss man limitierte Werte haben, entweder limitiert eben durch die Natur oder durch die Mathematik. Ja. Marc, ich habe... Ja. Also ich glaube, das mit den fossilen Energien ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Noch vor einigen Jahren hieß es ja, wird auch nicht mehr finanziert. Ja. Wir haben andere Investments, Green genau. Deal. Ja. Ja. Und all diesen Scheiß. Und vor vier Jahren habe ich da einen Investor kennengelernt, der hat in Öltanker investiert und sagt, das ist so super, verstehst du, bis der ankommt, habe ich mein Geld schon verdient, weil in der Zwischenzeit das Öl schon teurer geworden ist. Ja. Und das ist so ein klassischer Weg, also eine Sackgasse, in der die Politik die Menschen in irgendwelche Windräder getrieben hat, während wer schlauer war, festgestellt hat, es geht halt nicht und es wird zu einem Comeback der Fossilen kommen und wer rechtzeitig dabei ist, der macht's Geld. Das macht's ja auch und die Finanzierung ist dann auch kein Problem, weil dann macht man es halt ohne europäische Investitionsbank. Das kann der Inder schon. Ja, wir sehen ja schon die ersten Anzeichen. Ja, die Autoverleiher steigen aus Elektroautos aus, ja, weil es ja auch logisch ist, weil, wie habe ich das neulich gelesen, was haben Elektroautos und Durchfall gemeinsam? Mit beiden hat man Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen. Ja. Rechtzeitig. Ja. Und, aber es ist ein generelles Phänomen. Alles, was subventioniert wird,
in allem, was subventioniert wird, wird zu viel investiert. Und wenn zu viel investiert wird, ist die Kapazität zu groß. Dann ist das Angebot höher, als das Angebot sein sollte, um mit der Nachfrage in ein vernünftiges Gleichgewicht zu kommen. Dann fallen die Preise, fallen die Margen, fallen die Gewinne, fallen die Kurse. Und alles, was vom Staat bekämpft wird und nicht subventioniert, sondern sogar runtergedreht mit ESG und ähnlichem chinesischem Social Scoring-Müll, ja, das wird zu wenig investiert. Damit haben wir dann eine Knappheit. Damit steigen die Preise, steigen die Margen, steigen die Gewinne und steigen die Kurse. So einfach ist die Welt. Man muss nicht an Hexerei glauben, ja, sondern muss einfach nur das Gegenteil tun von dem, was der Staat macht und daran glauben, dass Böhm-Bawerk recht hatte, der mal sagte, das ökonomische Prinzip besiegt am Ende immer das politische Prinzip. Und so wird es auch diesmal laufen. Ja, und dann werden die Habecks und die Scholzens und die sonst was dieser Welt, die werden wir übrigens nicht in Pension schicken, denn die kriegen keine, falls wir ans Ruder kommen. Ja, die gehen aber dann nach Hause. Gehen aber dann nach Hause und können sich an ihrem Elektrogramm erfreuen. Ja? Alles soll elektrisch werden, nur der Bundesregierung geht kein Licht auf. Ja, ja. Und ich habe natürlich noch für den Kapitalmarktausblick 2024, Markus, dürfen wir nicht vergessen, das ultimative Investment wird wahrscheinlich sein ein Abo des Alpha Novum, weil ab sofort Markus Krall sein Portfolio einstellen wird beim Alpha Novum. Und ich habe da schon mal einen Blick reinwerfen dürfen. Markus, sag du auch mal was dazu, zu deinem Markus-Krall-Portfolio für 2024. Na gut, neben dem Thema Gold und Liquidität und so weiter ist das Aktien, das sind die Aktienwerte, die ich empfehle. Und die sind, das ist, wenn man so will, top-down abgeleitet aus den Branchen, die ich schon lange empfehle. Ich habe eigentlich an meinem Portfolio die letzten 5-6 Jahre nicht viel geändert oder gar nichts geändert. Nein, nicht viel. Also gar nichts kann ich sagen. Mhm. Was ist da drin? Da ist Lebensmittel sind da drin, weil die Leute immer essen müssen. Da ist Pharmazeutika drin, weil die Leute auch immer krank werden. Aber keine Impfgeschichten, also Pfizer, BioNTech nicht, weil dieses Risiko will man nicht in seinem Portfolio haben. Ja, da ist drin Verteidigung, weil die gegenwärtig schlechte Politik und der ganze Unsinn, der getrieben wird, der führt ja nicht nur zu ökonomischen Verwerfungen, sondern ökonomische Verwerfungen führen auch immer zu internationalen Spannungen. Wir sehen es ja. Aber auch diese Empfehlung ist jetzt schon 5-6 Jahre alt. Da ist drin Entertainment, weil die Leute abgelenkt und unterhalten sein wollen in schlechten Zeiten. Das war auch schon in den 30ern so. Das war die große Zeit Hollywoods. Da ist drin Goldminen natürlich. Da ist drin Big Tech, also die Googles und Apples dieser Welt. Warum? Weil die ein unglaublich diversifiziertes Technologieportfolio haben und quasi auf jedes Szenario vorbereitet sind. Und da ist drin alles, was Greta hasst. Ja? Also Greta hat sich ja Anfang des Jahres mal so furchtbar aufgeregt, hat sie geschrieben, Shell hat den größten Quartalsgewinn in seiner Geschichte gemacht, Sauerei, ja, hat sie auf Twitter geschrieben, dann habe ich darunter geschrieben, ja eben, ja, genau deswegen, weil die was herstellen, was die Leute haben wollen und nicht etwas, was Greta haben will oder Herr Habeck oder Frau Baerbock oder Herr Scholz, ja, oder Herr Biden. Das sind alles, was die Politiker haben wollen, ist uninteressant. Nur was die Leute haben wollen, zählt am Ende. Also alles, was Greta hasst, und das sind eben Braunkohle, Steinkohle, Öl, Gas, Uran, das ist im Prinzip die Liste, die uns auch Marc gerade gegeben hat, und davon ganz viel. Ja, und soweit ich das sagen kann, war die Performance in der Vergangenheit so schlecht nicht. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft bleiben wird. Natürlich sind alle Aktienportfolien, wenn es richtig rappelt, können mal durchgeschüttelt werden. Aber die Erfahrung zeigt, dass auf lange Sicht Aktienportfolien sowas wie Produktionsvermögen sind. Und ich erinnere an der Stelle an den babylonischen Talmud, 2500 Jahre alt immerhin schon jetzt, in dem steht, der kluge Mann verteilt sein Vermögen auf drei Dinge. Ein Drittel Land, ein Drittel Vieh und ein Drittel Gold. Land ist Immobilien, Vieh ist Produktivkapital, also Aktien, und Gold ist nun mal Gold. Oder Roland wenn der Markt sich durchsetzen sollte, Gold und Bitcoin. Ja. Genau. Das war auch immer eine Roland-Bader-Empfehlung übrigens, diese Drittelung. Ja. Drei Speichenregel, genau aus der Bibel. Ja. Also es ist auch eine Absicherung, in fossile Energieträger zu investieren, gegen den Irrsinn dieser grünen Politik, gegen Sozialismus und gegen steigende Energiepreise natürlich. Weil wie kann man das abpuffern? Am besten natürlich über Dividendentitel oder halt über Aktien aus dem Kohle- und Gas- und Ölbereich. Und die sind nämlich stark gestiegen, antizyklisch. Und das würde ich tatsächlich machen. Und da muss halt jeder überlegen, wer da am besten investiert. Da gibt es Möglichkeiten, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt ein Unterinvestment in diesen Bereichen. Vor allem zum Beispiel Kohle wird überhaupt nicht
nicht mehr abgebaut, weil es nicht mehr, die kriegen gar keine Kredite mehr durch Basel III und Basel IV und die ganzen ESG-Regularien. Und genauso tun sich auch die ganzen Minen schwer, wenn es um Kupfer geht. Und wer weiß ungefähr, wie lange es dauert, eine Mine zu eröffnen? 19 Jahre im Schnitt. Ja, 19 Jahre für eine Kupfermine zum Beispiel. Und das heißt, wenn wir heute anfangen wollen würden, um das Kupfer aus der Erde rauszuholen, das wir brauchen für diese grüne Transformation, um klimaneutral zu werden bis 2045, dann sind wir fast schon zu spät dran, weil wir brauchen für die grüne Transformation so viel Kupfer, wie die Welt in 2000 Jahren jemals aus dem Boden geholt hat. Das wird niemals funktionieren. Die ersten Länder scheren ja schon aus diesem Klimawahn, weil sie sagen, okay, wir bauen doch noch irgendwie in der Ostsee wie Großbritannien doch noch ein paar Ölfelder und Gasfelder und wir holen doch wieder die Kohle heraus und so weiter. Deswegen, da muss man jetzt antizyklisch einfach investieren. Da wird sich ein unglaublicher Rohstoff-Supermarkt entwickeln, also ein super Bullenzyklus eigentlich, weil die wenigsten haben das im Portfolio und da sollte man aktiv werden. Und natürlich, was genauso wichtig ist wie die Frage, wo soll ich investieren, ist, wo darf ich auf keinen Fall investieren. Alles, was im Nachhaltigkeitsrating ganz oben steht, wird nicht gekauft. Ja, weil Nachhaltigkeit ist das meistmissbrauchte Wort. Nachhaltigkeit im Sinne unserer Mächtigen hat mit Nachhaltigkeit auch nichts zu tun, weder mit ökonomischer noch mit ökologischer. Eine ökologische Nachhaltigkeit, die die ökonomische Nachhaltigkeit ignoriert, ist keine solche. Und überall, wo, also alle Portfolien, wenn Sie so Nachhaltigkeitsportfolien, ESG-Portfolien, wenn Ihnen einer mit so einem Müll kommt, können Sie gleich wieder nach Hause schicken. Lassen Sie die Finger davon, da verlieren Sie Geld. Selbst die großen Kapitalgesellschaften hören jetzt auf mit ESG-Investments, weil sie einfach underperformed haben und weil es nicht mehr funktioniert. Der Zenit ist überschritten. Und es heißt nicht umsonst, go woke, go broke. Es war eine Falle. Ja. Die Herren, die Zeit rennt. Vielen herzlichen Dank für eure Einschätzung, für eure Zeit. Und ich finde, das hat einen kleinen Applaus verdient. Ja, 2024 verspricht weiterhin turbulent zu werden, wahrscheinlich turbulenter als die letzten Jahre. Abonnieren Sie am besten unseren YouTube-Kanal World of Value, dann bleiben Sie auf dem Laufenden. Und ich bedanke mich herzlich fürs Reinschauen, Zuschauen und wir sehen uns dann im April wieder. Und besten Dank, bis dahin.